Ein weißes Gebäude am Hang, daneben kleine Tischgruppen im Garten und in der Ferne die Burg Lindenfels. Das gepaart mit bürgerlicher Küche bietet das Sterne-Restaurant Waldschlösschen in Lindenfels, das auch ein Hotel ist. Seit 50 Jahren betreibt Volker Löwer den Gasthof. Ich bin jetzt 71 und meine Frau ist genauso alt. Es geht uns beiden sehr gut, aber wie lange das noch geht, das weiß nur der Herr im Himmel. Ne? Ich hoffe natürlich, dass wir einen Käufer finden, der auch mit Sachverstand das weitermachen kann. Den zu finden ist schwierig. Einzelne Interessenten waren schon da. Aber Löwer erzählt, sie wären lieber in Mainz oder Wiesbaden geblieben. Diesen Wunsch merkt er auch beim Personal. Vor allem Servicekräfte würden fehlen. Einen Koch hat er mit Uwe Horlitz zwar, aber auch die sind im Odenwald knapp, erklärt der. Liegt auch daran, dass ein falsches Bild von dem Beruf gezeichnet wird, zum Beispiel im Fernsehen. Wenn jemand kommt und sucht die geschälten Kartoffeln, das kann er vergessen. Horlitz ist Vereinsvorsitzender der Köche Starkenburg. Er mag seine Arbeit im Waldschlösschen, weil er sich hier auch mal mit neuen Kreationen verwirklichen kann. Doch die schlechte Verkehrsanbindung, weniger Geld als in der Industrie und dann arbeiten, wenn andere frei haben, all das führt dazu, dass es immer weniger Auszubildende im Gastgewerbe gibt. Anna Schwarzkopf hat sich nicht abschrecken lassen. Die junge Köchin arbeitet seit Ende ihrer Ausbildung im Waldschlösschen, auch wenn hier ihre Zukunft noch offen ist. Das ist blöd, klar, man hat sich alles dran gewöhnt, man ist gern hier. Von allen Ecken wird man irgendwie angesprochen, ja, ich habe gehört dies, ich habe gehört das. Wie geht es mit dem Waldschlösschen weiter? In Lindenfels ist das ein Thema. Ich würde sagen, ja, für mich ist das Waldschlösschen unverzichtbar. Ja, es ist das letzte anständige Speiselokal, das hier übrig geblieben ist. Sonst gibt's ja nichts. Der drohende weiße Fleck ist auch für den Tourismus ein Problem, denn das Waldschlösschen ist auch Anlaufpunkt für Wanderer des Nibelungensteigs. Und das Gastronomieangebot im Odenwald dünnt sich aus, weiß Löwer. Das ist Gras Ellenbach ist oder Bad König. Überall ist im Prinzip das gleiche Problem. An Kunden fehlt es dem Waldschlösschen nicht. Und auch die beiden Köche wollen bleiben. Von Lindenfels aus engagieren sie sich sogar für die Interessen der Köche in ganz Südhessen. Damit ihr Arbeitsplatz aber erhalten bleibt, hoffen sie auf einen geeigneten Nachfolger für das Waldschlösschen. Anna Vogel, Lindenfels.